Willkommen zur Geisterjagd. Bei Luigi's Mansion, wir haben einen Buhu und eigentlich wollte ich im letzten Part sofort weitermachen, weil die Buhu-Jagd, die gefällt mir noch am meisten im ganzen Spiel und ja. Im Saloon. War das der Buhu? Ja. Na, wirst du. Haben wir hier was vergessen? Da ist der Fake drinne. Ja, aber nichts. Mario. Und hier ist noch der Buhu von eben. Vorzimmer. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Bist du hier lang gegangen? Ja. Ah, die kann auch natürlich auch was abziehen. Ja, ja, da, die können uns natürlich auch was abziehen, die Buhus. Und zwei. Ja, den Rest Blödsinn, den kennt ihr jetzt schon. So, und... Und, yeah, drei. Ja, so einen kleinen, das ist nichts Besonderes. So, Nummer 4. Was mir eben auch eingefallen ist. Ja, okay, müsste eigentlich auch ein bisschen besser mal suchen. Oh, okay, ein kurzer. Bam, 4. So, was mir eben eingefallen ist, damals, als ich das Spiel mir geholt habe, ich habe mir das damals bei Karstadt geholt, bei uns, hier, und damals hat mich die Verkäuferin komisch angeguckt. Ich war damals, 11 war ich, ne? Ja, 11. Und die hat mich komisch angeguckt, hat mich erst gefragt, keine ältere Person dabei oder Beziehungsberechtigter dabei. Okay. Dann kannst du dir das Spiel nicht holen, also kaufen, da das erst ab 18 ist. Wow. Ja. Ich habe dann später die Verkäuferin darauf hingewiesen, dass unten in der Ecke steht ab 3. Ich glaube, das steht da wirklich. Und ja, der Buhu hat jetzt gerade seine Position geändert. Wo bist du denn? Da oben. Und die hat eine Verkäuferkollegin geholt. Und die hat gesagt, das Spiel ist wirklich ab 3. Du hast bereits 5 Buhus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für diese Biester zu haben. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette? Das erleichtert manchmal ungemein. Oh Mann. Echt lustige Geschichten. Jetzt auch hier. Nee, und die Verkäuferin hatte damals wirklich dann das bestätigt, dass das Spiel ab 3 ist. Und ja. Tada! Ja, wenn man das mal überlegt. Ne, hier ist es nicht. Schaukelpferd auch nicht. Ne, dass ich das jetzt hier let's playe.
und dass sie nochmal erwähnt wird, also... Hui! Nein! Nein, das könnt ihr mir bitte nicht antun. Ja, so ist das ungefähr, weil das jetzt hier drin ist. Oder hast du dich hier versteckt? Nein. Gut. Merkzettel machen. Wir müssen nochmal dorthin und beim anderen Saal auch. Ah, kurzer Hänger wieder. Das hatte ich ja schon bei einigen anderen Let's Plays. Ja, Toad. Ja, dass die nochmal erwähnt wird bei einem Let's Play. Mittlerweile gibt es diesen Karstadt nicht mehr. Es war danach Hertie. Diesen Hertie gibt es aber auch nicht mehr. Dementsprechend. Wer weiß. Ob die Verkäuferin noch überhaupt als Verkäuferin arbeitet. Ja. Geld, 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 Geld. Lampe, Geld, 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 Geld. Und dieser Schlüssel hier in diesem Zimmer ist hier drinne in der Toilette. Das muss man sich mal vorstellen. Und er fässt ihn einfach so an. Unglaublich. Ja. Wir müssen jetzt nach da unten. Das wird jetzt ganz brenzlig. Schneefer, ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Wir haben den eben rausgeholt. Oh, dann kümmerst du dich darum? Schließlich bist du ja auch Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Oh, fein. Yeah. Können wir dich jetzt nochmal anquatschen? Ja, weiter. Haha. Wir speichern erstmal. Weil jetzt könnte es brenzlig werden. Das reicht wegen diesen Teilen, weil sie mich schon nerven wieder. Goldbarren. Ist hier drinne? Ein Herz. So. Nein. Jetzt gehen wir hier rein. Und das ist... Stube der Seher. Die Seherin ist da. Wir machen das jetzt mal kurz. Ach komm. So. Genau. Das mache ich lieber so immer. Da, da ist die Seherin. Gab es hier ein Käsestück? Es gab hier ein Käsestück. Ha, ich kann nicht, hab mich doch richtig erinnert. Und es gibt Geld, 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 Geld. Siebter. Giftpilz. Schlechte Idee. Geld. Gute Idee. So, und die Seherin, der bringen wir noch in diesem Spiel ein paar Sachen. Und dann hilft sie uns ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass das nicht ein ganzer Part braucht, aber... Nun gut. Ja, wir kommen nicht mehr raus. Das war's. Wenn wir nicht Luigi wären. So, in diesem Spiegel können wir nämlich sehen, wo die Gegner kommen. Das ist im Normalen auch so. Da werden aber... Ich habe jetzt ja einen schon besiegt. Aber jetzt auch, ist ungefähr so schwer wie jetzt gerade, dass das immer nur so einer mal kommt und dann hat sich das. Hm.
nicht. Weg, weg, weg. Und der letzte. Dam, dam. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Wir holen den Buhu noch. Wo bist du? Ja, wahrscheinlich ist er wieder hier drin. Jo. Tada, Nummer 7. Ja. So, ist hier noch was drin? Nein, aber hier ist was drin. Unser erstes Pusterding. Es ist nämlich das Feueremblem. Und der Professor will sich natürlich zu Wort melden. Hi Luigi, was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Oh, ach, das ist eine Feuerelementmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du die ganzen Geister, mit denen man... Ja, ist zu schnell der Text. Egal. Wenn du dich mit einer Flamme näherst, dann kannst du die mit der Luft ein... Also, eigentlich können wir das jetzt das einsaugen, das Ganze, und dann mit L machen. Also sozusagen Eis schmelzen können wir und Kerzen anmachen. Sehr erfinderisch. Unten könnt ihr dann sehen, dass mit dem Element, wie viel Element wir noch haben. Eigentlich ziemlich einfach. Mehr erzählt er eigentlich auch nicht. Außer die, die das jetzt interessieren. Ja. So sieht das aus. Genau, sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jo, und das brauchen wir natürlich jetzt auch. Wir sammeln uns immer hier durch diese kleinen Feuergeister. Kaum Feuergeist. Sachen ein und wir können das mit L dosieren. Ganz wenig mehr. Umso doller wir auf diesen L-Knopf drücken, umso mehr verbraten wir. Wir können das auch natürlich Feuerbälle schmeißen. Da drücken wir einfach mal einmal doll drauf. Und dann haben wir einen Feuerball. So. Hier müssen wir dasselbe machen. Lichter an. Wir machen aber dadurch hier nicht das Licht an, weil sonst würden wir ja die Seherin besiegen. Die brauchen wir noch. Nämlich wir kommen hier rüber. In die Kammer. So, und da der letzte Part doch ein wenig länger gedauert hat, werden wir jetzt hier ein wenig abkürzen wieder. Und damit erstmal sagen, bis zum nächsten Part, nämlich den fünften. Also, bis dann und ciao.